Was ist denn ein Urban Bike? Ein cooles Städtefahrrad. Und da geht mir schon der Hut hoch. Und ich denke aber, ganz oft denke ich so, wenn ich dann Leute in diesem... Ein Urban Bike, ja? Also das ist jetzt ein ganz normales Fahrrad. Ja, das ist ein total normales... Hat es einen Gepäckträger? Nein, gar nichts. Es hat nichts. Kein Schutzblech. Natürlich wärst du nicht im Regen. Ästhetischer Mord wäre das. Ja, aber das ist total unpraktisch. Ja, und ich gebe ganz offen zu... Ein Gebrauchsgegenstand. Ja, es ist wahr, aber es ist auch ein ästhetischer Gegenstand. Und ich denke, ganz oft denke ich, wenn ich an Leute mit so hässlichen, mit so praktischen Fahrrädern sehe... Hässlich, danke, ich hab's gehört. Und dann denke ich immer eigentlich... Ich sehe scheiße aus. Nein, doch, der Helm und das Rad, danke. Nein, überhaupt nicht. Aber also hier kein Monowettbewerb. Ich gebe es ja zu, ich beneide diese Leute dann auch. Weil wenn ich über einen Stein dieser Größe fahre... So, ich zeige euch mal... Hast du einen Platten? So, ein Stein dieser Größe macht bei mir das. So, wenn du über so... Du machst einfach nur... Das ist einfach cool. Aber dafür sehe ich cooler aus. Ja, ja, von mir aus. Bin ich so gut am Fahrrad. Entschuldigung, es tut mir leid. Aber gut, dass du einen Helm an hast. Ich habe ganz schlechtes Gewissen, ich habe keinen Helm an. Ja, schön. Ich komme jetzt vorschriftsmäßig mit Helm. Ja. Sehe scheiße aus und du siehst einfach nur gut aus, wie immer. Aber darum geht's ja auch. Man muss einen Helm tragen in Deutschland. Also muss man nicht, aber sollte man vor allen Dingen, wenn man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftritt. Bist du für eine Helmpflicht? Nein. Aber ich wollte jetzt mit gutem Beispiel vorangehen, weil ich bin schon oft angemacht worden, dass ich keinen trage im Fernsehen. Ja, es ist eh so, ich muss dieses Fahrrad sowieso ändern, weil das ist gar nicht mein Fahrrad. Ich kann auf dem nicht fahren, weil ich... Das ist nicht dein Fahrrad. Das ist nicht mein Fahrrad. Du hast hier den beschissensten Tag ausgesucht für Fahrradfahren. Wieso ist es? Es ist Karnevalsdienstag, meine Damen und Herren. Und ich kann nur sagen, ganz Köln ist voller Scherben immer an diesen Tagen. Ganz Köln ist voller. Wir werden viel Spaß haben. Oh Gott. Ich denke, ich rechne mit mehreren Platten heute. Es ist wirklich ein für mich verhasster Tag, also Karneval sowieso. Aber weil jetzt die ganze Stadt... voller vollgepisster Dixi-Klos ist das auch, aber auch voller Scherben. Alles voller Scherben. Aber es sind nicht diese römischen Scherben, die später im Museum ausgestellt werden, sondern von alkoholischen... Nein, es sind von den Wasserflaschen, von den vielen, vielen Wasserflaschen. Und du gehst normalerweise nicht raus, wenn Karneval ist? Nee, ich verlasse sogar gerne die Stadt, ehrlich gesagt. Verstehe ich total. Habe ich auch gemacht. Neue Handschuhe gekauft, die sind schon gerissen. Kann man das mal zeigen? Ganz schlechte Qualität. Hier übrigens Simon. Mein Kameramann. Ja, auch mein Kameramann. Nee, mein Kameramann. Meine Damen und Herren. Sie erinnern sich. Es ist auch meine Stadt. Ja, die Stadt kannst du haben. Simon behalte ich. Aber nett, dass du mir dieses Licht... Simon, kannst du das mal kurz zeigen, dass du mir so schönes Licht gebaut hast heute? Du bist echter Fahrradfahrer, ne? Ich bin ja, im Gegensatz zu dir. Ich bin auch Fahrradfahrer. Ja, ja, natürlich. Wirklich? Nur das ist nicht mein Fahrrad. Ich fahre total gerne Fahrrad. Nur mein Fahrrad ist irgendwie ein bisschen cooler. Du bist doch für die Wahrheit, oder, Pierre? Ja. Bist du für die Wahrheit? Immer. Sollen wir den Zuschauern die Wahrheit sagen? Kommt drauf an, welche. Ja, pass auf. Es gibt ja sowas, das nennt sich Disposition, meine Damen und Herren. Das ist etwas, das ist so ein analoges Papierblatt, da steht drauf, was wir drehen, wann wir drehen, mit wem, heute und so, Ablauf. Und den habe, glaube ich, als einziger in dieser Produktion, gelesen. Zu allen meinen anderen Kollegen, gelesen. Ah, da ist sie, guck mal. Und da steht nämlich, darf ich es kurz zitieren? Das nämlich das Produktionsfahrrad, das müsste dieses sein, heute kommt. Warte mal, wo haben wir denn die Stelle? Ganz kurz. Also hier steht Fahrt und zwar Kerstin. Ist Kerstin da? Ja, Kerstin. Hallo Kerstin, grüß dich ganz herzlich, Kerstin. Ja. Kerstin hat heute um 11.20 Uhr die Fahrt mit dem Produktionsfahrrad zum Treffpunkt. Treffpunkt ist das hier. Genau. Ja. Und ich möchte ganz kurz zitieren, um 11.30 Uhr wird, auch 11.20 Uhr, wird Pierre, das bist du, oder? Ich bin Pierre, ja. Wird Pierre abgeholt durch einen Fahrservice, ich möchte die Firma hier nicht nennen, es ist wahrscheinlich eine große deutsche Limousine. Ja, selbstverständlich. Und wird zum Treffpunkt mit dem Auto gefahren. Ja. So, meine Damen und Herren, das zum Thema, Pierre im Krause fährt Fahrrad. Ich fahre in ich bin mit dem Fahrrad gekommen! Ich bin auch mit dem Fahrrad schon mal gekommen. 40 Kilometer schon hinter mir, sag es du. 40 Kilometer? Du Sterben! Ich kann ja nicht von Karlsruhe mit dem Fahrrad nach Köln fahren. Wenigstens solidarisch mit mir vom Hotel jetzt hierher fahren können mit diesem komischen Hollandrad. Hat das die Gangschaltung? Das hat bestimmt eine Gangschaltung. Hat das eine Gangschaltung, Kerstin? Du bist doch heute mit dem Produktionsrad Kerstin, gefahren. Kerstin, du kennst doch das Fahrrad. Hat keine Gangschaltung. Guten Appetit. Hast du noch ein cooles Fahrrad oder ist das wirklich dein... Nee,
Ich habe kein cooles Fahrrad. Okay, gut, gut. Ich habe einfach ein Fahrrad, ich brauche einen Gepäckträger, ich brauche einen Lenker, ich brauche eine Gangschaltung. Und ich fahre auch, wie ihr seht, nicht in irgendeiner Funktionswäsche. Das finde ich ganz furchtbar. Gruselig. Ganz, oder? Ganz gruselig. Und meistens sind es aber so Leute, wo dann auch so die Wampe so raus und die sind dann so angespannt und man sieht ja den Bauchnabel dadurch. Ja. Und man sieht viel zu viel, also eine TMI-Hosen, sagt man ja. Ja. Ne? So, too much information. Ist, ja. Too much information-Hosen. Es ist gruselig. Aber dein Fahrrad ist jetzt noch nicht fit für den Frühling, wie wir so schön im Service-Magazin sagen. Ja. Glonjo, hallo, wer bist du denn? Wieso frage ich das denn? Du kannst ja gar nicht antworten. Total bescheuerte Frage. Ich bin Pierre, ich sag dir einfach, wer ich bin. Du bist ja ganz schön. Dürfen wir den behalten? Aber jetzt nicht ans Fahrrad, bitte. Nein, nicht ans Fahrrad. Pink an den Kessler. Ja, ich rieche auch nach unten. Ich rieche auch nach unten. Ja. Willst du mitfahren? Nö. Süß. Der Hund hat jetzt völlig... Das ist Köln. Ja. Das ist einfach Köln, da kommt auch den Hund. Das ist so kommunikativ, die Stadt. Das ist toll. Ich fahre nur in die Werkstatt, wenn es kaputt ist. Ansonsten, sorge, es braucht Luft, das definitiv. Ich habe meistens zu wenig Luft drauf. Stimmt. Genau, ja. Auch wirklich Luft. Wir können natürlich einmal gucken nach den Bremsen, ob man die ein bisschen nachzieht oder ob die Bremsbeläge noch fit sind. Das wäre es aber, weil ansonsten, ich pflege ja normalerweise schon die Sachen, auch wenn es jetzt dreckig ist, aber es ist eigentlich ist es fit. Aber wer weiß, ja, vielleicht entdeckt ja auch der Fahrradprofi noch das eine oder andere Manko. Das ist super. Und hier muss der Sattel runter. Darf ich dir mal kurz vorführen? Ach, du Lieb. Ich weiß auch nicht, wie Kerstin es geschafft hat, hierher zu fahren. Guck mal, wie das aussieht. Der Sattel ist viel zu hoch. Das sieht also aus. Du weißt, wie man das macht, ne? Ja, warte mal. Draufsetzen. Ja. Und jetzt musst du gerade mit der Spitze. Nein, du musst stehen. Stehen. Ich komme mir vor, wie so ein Zirkusartist, der auf einem Einrad fährt. Das ist viel zu groß. Du musst im Stehen gucken, ob du. Ich weiß ja gar nicht, ob ich absteigen kann jemals wieder. Er hat ja keine Ahnung. Ist das ein Trauerspiel? So ist es genau richtig eingestellt, dass du gerade mit der Spitze aufkommst. Und so wenn du, ist richtig. Aber ja, weil wenn du trittst, muss das Knie durchgestreckt sein. Ne? Also auf diesem Pedal. Und das wäre es ja jetzt. Aber es ist genau richtig eingestellt. Ja, es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, aber so ist es eigentlich richtig da. Schön, ja. Ein bisschen. Zeig mal bei dir. Komm ins Gleichgewicht. Bei dir ist doch, man muss doch mit beiden Beinen auf dem, oder? Nein, musst du nicht. Du bist doch... Guck mal hier. Gerade so. Und wenn ich jetzt gucke, wenn ich das Pedal hier mache, ist mein Bein ausgestreckt. Es ist doch so einfach. Ach, dann ist es richtig so. Ja. Na gut, Michael, dann machen wir jetzt unsere Fahrräder fit für den Frühling. Auf drei klingeln wir gemeinsam. 1, 2, 3. Möchtest du noch einen Schluck Wodka? Das ist kein Wodka. Okay, ach so. Mhm. Man sieht dich mit so Handschuhen und dieser Ausrüstung. Ich muss kurz sagen, da drüben ist Markus Barth. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Markus! Markus Barth, meine Damen und Herren! Markus Barth! Ja, komm, dann müssen wir Hallo sagen. Markus hat nämlich heute Geburtstag. Ist so unfassbar! Hallo! Ja, ich wollte dir nämlich noch simsen, aber dann kam dieser schreckliche Dreh mit diesem schrecklichen Pierre im Krause dazu. Tut mir sehr, sehr leid. Manchmal echt in die Zitronen beißen. Gell? Das stimmt, ja. Es gibt keinen Ich wollte ja heute eigentlich mit Markus Barth reden, aber der hat heute Geburtstag. Der kann nicht. Und dann muss mit dem Hund raus. Was ist jetzt aber Geburtstag? Wann sollen wir kommen wegen der Party? Du, wann immer du willst. Ne? Also, Was gibt's für Kuchen? Es gibt überhaupt keinen Kuchen. Ich komme nicht. Michael Kessler braucht um 16 Uhr Kaffee und Kuchen, sonst wird er aggressiv. Er hat recherchiert über mich. So. Mein 45. Wann habt ihr das letzte Mal gesehen? 45 bist du geworden. Das tut mir leid. Ne? Ja, mir auch ein bisschen. Ja. Ich bin auch 45. Hör auf. Ja, aber mir sieht man es an. 54, ja, danke schön. Vielen Dank. Aber findest du nicht auch, dass er wahnsinnig jung aussieht? Ach, danke. Michael, das macht der ganze Sport. Und natürlich auch der Helm. Ich meine, mit so einem Helm siehst du halt immer aus wie 12. Da kannst du machen, was du willst. Helm! Liebe deutsche Fahrradhelmindustrie, ein Appell an dieser Stelle. Mach doch Helme. Wir sind cool. dankbar, dass ihr das Hirn schützt. Aber dass wir alle so bescheuert damit aussehen müssen. Ja, dann hätte ich das auch mal schön machen. Und ihr macht jetzt noch einen schönen Spaziergang hier. Wir machen jetzt die Fahrräder, das ist eine SWR-Service-Sendung. Wir machen die Fahrräder Frühlingsfilm. Ihr selber? Nee, muss in die Luft pumpen, oder? Die stehen hier. Und was du auch zum Beispiel gemacht hast, was ich sehr schön fand, ist diese schöne Sendung Ziemlich beste Nachbarn. Ja. Da warst du unter anderem zum Beispiel Obacht, aktuelles Thema in Russland.
Da war ich in Russland, ja. Man kriegt ja immer ein Gefühl auch für so... Für ein Land. Für Menschen und für ein Land, genau. Jetzt aus dieser heutigen schrecklichen Situation und Perspektive... Kann ich das durchaus sagen. Ich kann sagen, dass ich damals das erste Mal nach Russland bin. Also ich war in Sibirien, in Moskau und in St. Petersburg. Und ich habe... ich war ziemlich angetan, sowohl von Land als auch von den Menschen, wirklich. Ja. Also ich war... Das hätte ich nicht unbedingt gedacht, auch von einer Stadt wie Moskau. Es hat mich alles fasziniert und ich war von den Menschen, denen ich da begegnet bin, sehr angetan. Und ich fand sie eigentlich uns Deutschen sehr, sehr ähnlich. Das war eine sehr positive Erfahrung für mich. Und ich würde da auch sofort wieder hinfahren, was jetzt natürlich... Was jetzt nicht mehr geht. Was jetzt nicht mehr geht und ja, es gibt natürlich auch immer einen Unterschied zwischen vielleicht den Menschen, die so ein Land dann führen und... dem normalen Bürger. Das ist genau das. Also dieses Land ist wirklich faszinierend. Und ich habe sehr, sehr herzliche Menschen kennengelernt, die sehr gebildet sind und die sehr, sehr auch darunter leiden, ja, unter den heutigen Situationen, weil ich habe an vielen Stellen gehört, es ist im Grunde genommen wieder ein bisschen wie zu den Zeiten der Sowjetunion. Also in den Interviews, die ich geführt habe, haben die Menschen oft gesagt, ja, können wir das jetzt sagen, wie schneidet ihr das? Wir haben schon Angst, dass das jemand sieht und wir dann Probleme bekommen. Und das ist natürlich sehr traurig. Schrecklich. Und auf diesen Menschen liegt jetzt ja auch ein Gros der Hoffnung. Also, dass diese Menschen sich in die Gefahr begeben, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen, zu demonstrieren und ihr Missfallen gegenüber dieses Krieges auszudrücken. Ja. Davon hängt ein großer Teil jetzt ab. Ja, müssen wir den durchlassen? Entschuldigung, oh, ja. Ups. Die Pakete kommen. Ups. Gehen wir rein. Wohin werde ich entführt? Eintritt nur mit Helm. Wenn du schon keinen Helm auf hast, musst du jetzt die Maske anziehen. Hallo, wir sind hier jetzt. Wir sind da. Guten Tag. Guten Tag. Ah, toll. Das ist echt. Komm, Vorsicht, ja, weil du keinen Helm an hast. Du musst hier. Das ist schon die erste Erziehungsmaßnahme, dass man hier einen Helm aufsetzen muss. Ne? Wir haben nämlich jetzt unsere Fahrräder dabei und würden die fit für den Frühling machen wollen. Sollen wir die Dinger reinbringen oder was sollen wir machen? Ja. Ich möchte, dass meins auch so aufgehängt wird. Oh, das will ich auch haben zu Hause. Mein Fahrrad hat den Helene Fischer-Moment. Ja, kann man sich da auch selber dranhängen, so für den Rücken oder so? Wie oft fährst du immer rauf? Ich kann das den ganzen Tag machen. Darf ich auch mal? Ich möchte auch mal. Ja, das ist ja verständlich. Ich habe mich noch nicht getraut, den roten Knopf zu drücken. Der rote Knopf. Also, bitteschön, was können wir tun? Luftpumpen? Ja. Ja. Höchstens selbst machen? Ach so. Ich weiß immer nicht, wie viel. Warte mal, wo ist man? Ich kenne mich ja. Pass auf. Also, wie viel Bar gehen denn da rein? Stellen wir uns ein paar Fachfragen. Wie viel Atü? Zur Allgemeinen. Jeder Reifenhersteller schreibt immer an der Seite. 1000 Ziffern da. Mindestens bis maximal. Ja. Und dann immer ein bisschen mehr. Ja. Was haben wir drauf? Mehr. Nee, man nimmt die goldene Mitte. So, was haben wir hier? So. Das ist sowieso, sieht man auch, dass der schlecht montiert ist. Sehen Sie? Wer hat den montiert, Michael? Ich. Selten, da ist der Abstand mehr. Oh, der darf nicht. Das und der ist mehr in, und das hier mehr. Was heißt das jetzt? Das muss man rausgelassen werden. Ein bisschen spezielle Paste und mit Druck dann, oder mit Druck erhöht und dann reingesetzt. Okay, ja. Ich habe das Ventil schon geöffnet. Aber wir werden gleich noch sauber machen. Machst du es sauber oder streichst du es an? Das ist ein Spaste, welcher... Früher hätte ich ja gesagt, typisch Köln. So, ne? Hätte ich so einen Gag gemacht. Ein Pinsel am Schlauch, das ist typisch Köln. Ja. Er hat Gleitmittel da drauf. Siehst du, und dann kommt er noch mit Gleitmittel. Früher hätte ich da... mit Gleitmittel. Ja. Ich hätte da früher, aber heute... Aber nee, sag ich einfach nur... Ja, Gummi braucht... So. Ich kann es jetzt leider nicht ändern, meine Zuschauer. Das war jetzt gar nicht zweideutig gemeint. Es ist einfach... So ist das eben beim Fahrrad. So, wir zeigen hier Größe. Wir zeigen. Hab
habe ich so versaut. Habe ich es jetzt selber, weil ich es falsch eingebaut habe, so versaut. Siehst du, du musst da die Fachleute ranlassen. Ist das peinlich jetzt auch, vor der Öffentlichkeit einzugestehen, dass ich das... Vorhin habe ich noch gesagt, ich kann das alles. Und jetzt sieht man, ja, aber ich alles Lüge. Ne? Ich finde es gut, dass man auch eine schwache Seite von dir sieht. Ich finde das auch, ja, dass gut. Dass man ein bisschen an diesem Bild rüttelt, dass man die der Maske... Der kann alles. So, ja? Der kann eben nicht alles. Das ist nämlich. Er ist ein Mensch wie du und ich. Nö. Guck mal, hier. Das ist doch zu groß, oder nicht? Das ist genau richtig. Ich sage, es ist genau richtig. Ich sage, es ist zu groß. Zu hoch. Stellen Sie Ferse auf die Pedale. Stellen Sie Ferse. Ist durch Knie durchgedrückt? Ja. Das ist zu hoch. Aber nur Millimeter. Das kann nicht nur Millimeter handeln. Man ich sage jetzt hier ruhig aus dem Bild. Es gibt oh, fuck. Können wir dann den Sattel ein bisschen tiefer machen? Ach Gott. Also kannst du einen Millimeter? Ja, hin? Natürlich kriegst du. Komm mal, kannst du ein bisschen, weil ich muss ja noch... Ja, süß. Wir stellen es jetzt für dein Gefühl 2 Millimeter runter. Ich fühle mich jetzt schon viel sicherer. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt richtig, sehe ich doch schon. Weißt du, im Auge. Jetzt besser? Womit sonst? Vorsicht. Also, so. Viel besser. Das ist gar nicht genau so, oder? Wenn ich jetzt einen Helm hätte, Mensch, ja, dann würde ich mich sicher fühlen. Achso, ich dachte, er wirft mir zu. Neue. Ja, gut. Dann wieder. Ja, okay, jetzt kann's losgehen. Oh. Ab in den Frühling mit unseren frühlingsfitten Fahrrädern. Ein neues Fahrgefühl. Ah, ganz anders, ne? Ganz anders. Ich kann unheimlich gut bremsen. Der Sattel ist mir fast ein bisschen zu tief jetzt. Ach, das ist schön. Ich habe wieder voll Bock auf Fahrradfahren jetzt. Oh, schön, dass wir das jetzt mal ausgelöst haben. Voll! Scherben. Guck mal, was ist denn hier los? Flipmarkt. Was machen die denn da? Oh, das sind aber schöne Sachen. Oder ist das Sperrmüll? Sperrmüll. Siehst du mal. Von seiner schönsten Seite hier. Ja, guck mal, Weihnachtskugeln, Brotkasten, alles da. Und Weihnachtsschmuck braucht man ja auch immer. Denkt man jetzt an dieser Hirsch. Wäre der Hirsch nicht was für dich? Kann ich den als Galionsfigur auf mein Fahrrad drauf machen? Ja, natürlich. Gib mir den silbernen Hirsch. Der silberne Hirsch könnte auch ein Preis sein. Ja, könnte man bei dir gewinnen für das lustigste Gespräch oder so. Wo fahren wir denn hin? Wir müssen nach da, ja, oder? Wenden. Oh. U-Turn, wie der Deutsche sagt. Ja, du kannst ruhig du sagen. Fang mich doch, du Eierloch! Oh, Scherben. Scherben, Scherben, Scherben. Michael, ja? Du kriegst jetzt Kaffee und Kuchen. Ach was? Ja. Ach was? Nicht, dass du aggressiv wirst. Hallo. Hi. Hallo. Hallöchen. Oh. Oh Gott, guck mal. Ui, es gibt auch salzig. Es gibt auch salzig. Ach, hier gibt's auch Kisch? Ach, und sowas. Ja, vielleicht nehme ich dann aber lieber eine Kisch. Oh, das ist jetzt natürlich verlockend. Ich überlege jetzt gerade, ob wirklich diese Kisch sehen natürlich auch wahnsinnig gut aus. Weil es ist noch nicht 16 Uhr, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Oder willst du mich jetzt unbedingt im Bild mit Kaffee und Kuchen haben? Also ich würde dir sogar eine Kisch unten Ding. Aber diese Kisch sehen ja aus wie Kuchen. Ja. Dann nehmen wir Kisch. Was willst du? Einsteigerkisch? Nee, Süßkartoffel. Ja. Süßkartoffel-Ding-Dong. Dann nehme ich Möhre. Ach toll, Frau Maas, Sie machen das so toll. Frau Maas, darf ich mal eine ganz unverschämte Frage stellen? Auf wie alt würden Sie denn den Herrn Kessler schätzen? Oh mein Gott, ich habe die Biografie jetzt nicht gelesen. Ja, so alt wie ich, 44, ganz klar. Danke. So! Danke. Ne? Danke. Ist aber wirklich so. Danke, 44. Habt ihr es gehört? 44. Krass, der Mann ist 73. Wann musstest du dich das letzte Mal zu was zwingen, beruflich? Beruflich? Weil man, also man macht natürlich schon immer das, was man gerne macht, aber man muss immer Kompromisse machen. Nicht immer. Genau. Aber Gott sei Dank ist das schon lange nicht mehr so gewesen. Also früher schon eher. Ne? Also wenn du so am Anfang deiner Karriere stehst, musst du schon manchmal Sachen machen, wo du hinterher sagst, na gut. Aber ich habe immer gesagt, das gehört zu unserem Beruf dazu. Also
weil es in Deutschland dann immer so, da wurde dann, wird dann immer die Nase gerümpft. Ach, du machst Comedy. Mhm. Ah. Oder, ach, du hast jetzt eine Werbung gemacht. Aha. Und du denkst dann so, ja, mein Gott, du bist halt Schauspieler und du machst verschiedene Dinge und du musst davon leben können. Und ich sage jetzt mal, wenn jemand auch 30 Jahre lang Lindenstraße macht und sich dafür entscheidet, dann muss keiner da drumherum die Nase rümpfen. Absolut. Der wollte das so und die Menschen haben Familien zu versorgen und. Und ich finde es dann immer so arrogant, sich darüber aufzuregen oder zu echauffieren, was Leute dann da künstlerisch machen. Und ich habe immer gesagt, man kann alles machen. Ich kann heute Hamlet spielen und morgen Manta Manta von mir aus oder ja, mach eine Werbung für, weiß ich nicht. Ja? Das ist der Beruf. Es ist ja interessant zu beobachten, wie sich das auch verändert, wer in den Beruf geht und warum. Also es gibt Menschen, ich bin in diesen Beruf gegangen, weil ich Theater geliebt habe und die Bühne geliebt habe. Alles, das war Wahnsinn. Und heute hast du manchmal das Gefühl, die Leute gehen in den Beruf um so Gelddruckmaschinen. So, die bauen so Imperien auf. Da wird dann also das gemacht und das, jenes. Und das hat alles nur den Gelderwerb als Sinn und Zweck. Aber letztlich machen wir ja dann doch irgendwie Kunst oder Unterhaltung und ist ein kreativer Job. Deswegen hat mich auch diese Geldseite nie interessiert im Sinne von, ich produziere jetzt auch mit und ich steige jetzt groß ein und ich organisiere das und ich beschaffe die Gelder. Oder? Nee. Also mitreden, das schon. Ne? Also in dem künstlerischen Prozess teilnehmen und jetzt nicht nur ausführendes Organ zu sein vor einer Kamera, das mache ich schon, das interessiert mich auch. Kreativ mitzugestalten hinter der Kamera, aber dieser ganze wirtschaftliche Aspekt hat mich nie interessiert, bis heute. Willst du noch ein Espresso? Noch auf den Cappuccino, ja, noch ein Stütze-Espresso. Komm, ich gebe dir noch ein Stütze-Espresso. Bist du wahnsinnig? Ich gebe den jetzt noch aus. Nein, da fängt mein Herz an zu pochern. Ist doch gut, ist ein gutes Zeichen, wenn pochern. Das Herz pochert. Lieber nicht, pochern. Nee, wenn nicht, das Herz pochert. Trinkst du jetzt noch ein... Was machst du denn jetzt? Wenn es pochert, wirst du bei RTL. Was machst du denn jetzt? Ich hole dir jetzt ein Espresso. Um Gottes Willen. Und schön. Das ist wirklich so, dann kriege ich gleich einen Herzinfarkt. Hallöchen. Wo kommen Sie denn her? Sie haben so einen schönen Akzent. Ich komme aus London. London? Ja. Ach, schön. Karlsruhe, Baden-Württemberg. Kennst du Baden-Württemberg? Die arme Frau, das tut mir jetzt leid. Vielen Dank, auch einen schönen Tag noch. Haben wir aber Glück gehabt mit dem Wetter. Das wäre sehr nett. Oh Gott. Oh Vielen Gott. Dank. Ich hätte doch, ich könnte Ich stehe seit einer Stunde sag hier. Sag doch was. Ja. Du musst doch was sagen. Komm, du kriegst einen kleinen Espresso. Oh Gott. Ich finde so ein Espresso zum noch Schluss. Noch oben drauf, ja, auf deinen Kaffee-Creme. Du hast jetzt ist noch das ist deine Droge, ne? Das ist meine Droge, wirklich. Und du musst doch jetzt noch ganz viel Kaffee. Ganz viel Fahrrad Du musst ganz viel Fahrrad fahren. Wie viele Kilometer musst du jetzt noch fahren? Sehr, sehr viele. Das war toll. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. In welche Richtung musst du jetzt fahren? Das geht dich einen Scheißdreck an. Das kann ich doch hier nicht sagen. Kann ich doch hier vor einer Kamera nicht sagen. Fahren doch alle hinterher. Ja. Hier, Frau Schieß und so. Wohnst du in so einer Gegend, wo andere Mars. Prominente wohnen? Nein. Weil es gibt ja in Köln... Nein. Ist es jetzt zu Ende oder was? Ich glaube, es ist jetzt zu Ende. Gott sei Dank. Hast du noch was? Nö. Tschüss. Gut. So, wer fährt das Fahrrad jetzt ins Hotel? Nein, ich fahre selber. Gut. Carsten! Ich fahre jetzt selber mit dem Fahrrad in diese Richtung, klingelt zweimal. Ja, ja. Und dann du da fährst... vorne steht die Limousine. So. Mein Lieber, vielen Dank. Komm gut nach Hause. Es war sehr schön. Bleib gesund, alles Gute, vielen Dank. Dankeschön, dir auch. Nur das Beste. Pass gut auf dich auf. Danke nochmal für alles. Also für Essen, für Bremse. Ich meine, das ist Wahnsinn. Du hast mich reich beschenkt heute. Ja, das ist das Mindeste, was ich tun konnte. Ah! So, du fährst da lang, ich fahr da lang. Ja. Und dann klingeln wir, weil wir ja unsere Fahrräder frühlingsfit gemacht haben. Ab in den Frühling! Ja. Adieu! Adieu! Mon chéri! Upsi! Michael, nicht erschrecken, jetzt kommen hier gleich Kacheln. Oh, kann ich dich da abonnieren? Ja! Da kannst du mich abonnieren. Ja. Und auch ein Like da lassen. Echt? Kann ich? Mhm. Und weitere Kurzstrecken angucken zum Beispiel. Ruf mich an! Nein, ruf mich an. Das ist das völlig falsche Medium. Abonniert ihn. Abonniert mich, ja. Nur ihn. Und seid nett. Zueinander, aber auch hier so vom Kommentar. Reicht. Ist okay jetzt. Ja. Danke. Wie lange geht denn so eine Endcard eigentlich? Bleiben wir jetzt? Am besten eine Sekunde, weil sonst sind sie eh schon weg. Stimmt. Klick!
geht nicht ganz schnell. Da, zwei sind weg. Da. Ach, läuft die immer noch, die Kamera? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Sagt jemand, aus. Aus? Aus!